Soll die sich bewegen in einer gewissen Art und Weise? Ja, oder? Oh, weiß ich gar nicht, ob man das in Mythos überhaupt so reinbekommt als bewegtes Also jetzt Objekt. nicht bewegen, aber so ein bisschen eine Haltung haben, sagen wir es so. Dass sie den Arm irgendwie so nach vorne hält oder weiß ich nicht Ach was. Eine gewisse so. Position. Gestik, oder meint er? Ja. Ja, okay. Dann würde ich es mal so machen, dass ich brauche einmal die Vorlage aus Mytest Game. Habe ich keinen Bock, einen eigenen Charakter zu designen. Models Character Blend. So, also, jetzt muss ich die Proportion abstimmen. 5, 1, 2, 3, 4. Den halben. Weißt du was? Ich kopiere den jetzt einfach hier. So, dann X, dann 10. Eight haben wir. Die Arme bitte weg. So, also. Ich mache das jetzt mal schnell. So, also ich hoffe, das funktioniert jetzt alles, sonst muss ich das noch mal demnächst machen. Rennt er nicht weg? Weiß auch nicht, was meint es hier fabriziert hat. Ach so, na, Okay. ich denke mal, das Innere und das Äußere ist dafür, damit er damit das von dieser Armor-Mod genutzt werden kann. Damit Ach so, ja. der innere Block ist für die Textur vom Spieler selber und der äußere dann für die Armor. Würde ich mir jetzt so denken, na weiter. Oder für solche Sachen wie die Haare, die sind ja auch so als Ebene drüber, oder? Stimmt, ja, sind sie. Okay. So, dann machen wir Das ist aber eine sehr den. kleine Krawatte. Witzig. Vielleicht für eine Ameise. Sei doch mal hier nicht so diskriminierend. So, ach, weißt du was? Ich mache das jetzt mal zum Test. So, Parent ist einfach. Nee, nee, da. Relations, Parent ist Bogger One. Dann so. Müsste der Parent nicht der untere Gelenkpunkt sein? Nee, Oder? also, nee, das geht nicht. Achso, okay. Eigentlich würde ich das jetzt auch besser machen, aber ich mache es mal schnell. Parent ist jetzt, Gott, was hier, Baum 1. Ja. So, Parent ist Baum 1.
jetzt einfach hier Headnote dran und dann sind wir auch fertig. Fast zumindest. Also, jetzt das, Show P und Empty Groups. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ach so, sorry. Das hier muss ich wegmachen. Das in Ordnung. Und das jetzt hoch. Und jetzt extrude zu head. Oh Gott, oh Gott. So, haben wir jetzt hier schon Anti-Loops an? Null ist jetzt. Ich glaube so, dann so. Das jetzt gucken wir mal direkt. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es leider nicht. Ja, okay, es funktioniert. So, dann Object. So. Was tue ich hier gerade? Bone 2. Oh, was ist das nochmal? Bone 2. Sorry, dass es gerade so lange dauert. Ich versuche mich schon zu beeilen. Alles gut. So. Bone 2 ist hier unten das Bein. Also so. Ich habe jetzt auf einem anderen System eigentlich schon einen Character für das, was ich dir gestern erzählt habe, Ronny. Der auch schön aussieht, aber gerade. Also der hat dann halt auch Knie und so, aber jetzt gerade mache ich es. Ja, eben das ja. So. Das dauert eigentlich auch nur kurz länger, aber. So, Bone 3 ist Bone 3. So. Bone 4. Ist Bone 4? Schätze jetzt einfach mal. Ja. Zahlen. Und Baum 1 ist oben der Kopf. Das wird jetzt hier spaßig. Das markiere ich jetzt einfach. Nee, falsch. So, und jetzt brauche ich. Sieht zumindest richtig aus, ja. So, mal schauen. Solid, Armature. Achso, jetzt. Okay, also wir können jetzt eigentlich den Arm. Ja, wir können den Arm bewegen. Und wir können via eine Mindstable gehen. Genau, so jetzt ist nur die Frage: Wie machen wir das? Wollt ihr in den Himmel schauen oder? Na, ich würde mal eher sagen, so leicht Richtung nach unten schauen. So, dass er quasi auf die Zuschauer schaut. Also auf die, die da rum, drumherum stehen. So? Genau, so. Den Arm. Ich kann nicht so viel machen, aber. Als ob er die auslacht. Du musst dir noch so ein Bart geben und so einen alten Hut und dann runter von meinem Rasen. Mal schauen, wie der jetzt aussieht. Oh. Ja, okay. Oh, shit. Okay, die Beine mache ich weg. Ja, das wäre dann ja.
die fertige. Soll die einen Skin bekommen oder soll die wirklich als so als Material fertig sein? Ich würde fast sagen, so, also wenn dann höchstens die Marmortextur draufklatschen. Okay. Ich bin mit der Inline-Richtung so gut wie fertig. Keine Ahnung. Vielleicht kann das jemand später nochmal anpassen. Okay. Ja. Ja. Image Texture. Oh Gott, ey. Diometer oder Quarz? Quarz, ja, Entschuldigung. Quartz, Bricks, Nether Quartz. Ich mach mal. Nether Quartz. Oh, Schizzle, da gibt's. Da gibt's sogar. Ja, genau, eben. MTL Nether Quartz Schizzle the Dizzle. Mal schauen. Und warum öffne ich das mit GIMP? Ja, die Textur kann man nehmen, glaube ja, ich, oder? Ja. Okay. Dann wird das jetzt so spannend. Bin ich jetzt gerade vollkommen behämmert? Ich möchte diese Frage aus Befangenheit nicht beantworten. Wow. Über 2 Stunden schon am Aufnehmen. Ja, die Aufnahme geht schon mehr als 2 Stunden mittlerweile. Also, ja, ein paar Folgen. Ja, ein paar Folgen. Ja gut, meine sind ein bisschen kürzer, weil ich ja 45 Minuten mache. Ja. Ja, theoretisch in 10 Minuten ist die zweite Folge raus. So vielleicht als Textur einfach? Ja. Kann man später immer noch bearbeiten, ist ja jetzt erstmal, also das reicht so auf jeden Fall vollkommen aus. Oh gut, okay, von hinten sieht es ein bisschen zugenäht aus. Ist egal. Der hat diese spezielle weiße Kleidung, die du hinten zumachst, weißt du? Das nennt sich die Hab mich lieb. Genau. Juri, extra Juri. Jetzt mal ganz einfach Player 1 fertig. Nehmen wir das lieber auf. Komm, Jump. Ja, ist egal. Oh Gott, ey, viel zu viel. Nee, nicht Desktop. Da. Mal schauen, ob das funktioniert, war, ob ich jetzt vollkommen reingeschissen habe. Ah ne, ja, oh Gott, ja, okay. Ich würde hier nach. Player 1, Juri. Ja, das wird heute einmal ein Round-Umkurs, sagen wir so, Blender, GIMP und Lua. Oh ja. Oh gut. Ist für alle was dabei, easy. Ja, oder nicht. Ordner einfach jetzt. Nehme ich mal Statue. Habe ich es richtig geschrieben? Statue? Ich glaube ja, aber so du solltest vielleicht niemanden fragen, der in Deutsch eine 5 hatte.
Was soll es gehen? Statue, wie man Statue schreibt. S-T-A-T-U-E. Okay. Ach, hinten mit E. Oh, ja gut, dann haben wir es falsch geschrieben. Statue. Hinten mit R. Ah. Es ist dann die Statur. Ja gut, die können wir auch nehmen. Kommt immer auf den Kontext drauf an. Auch eine Statue hat eine Statur. So, von daher. Ja, und ist auch eine Form, sage ich immer. Ja. Nee, das hat den Spiegel mir. Ja, das machen wir jetzt mal ganz, ganz einfach. Ich mach's mal groß. Bis jetzt. So. Nee, warte. Doch, ja, doch. Nenne ich jetzt einfach Statue. Ja, eben, das ja. Dann so, Description. Ist was im Spiel angezeigt, was man im Spiel angezeigt bekommt. Statue. Ja, ich sag's mal lieber mit Quadstatue. Long Description brauchen wir nicht. Dann jetzt einfach einmal Drop ist Statue. Was noch alles? Tiles braucht der einmal. Das ist einfach nur Statue.png. Player 01. Wie war das? Collision Blur, Box und so weiter. Ah ne, Param. Type is Face Direction. Dass der in die Richtung gucken soll. No. Param Type 2 muss ich Light machen, damit der Schatten gut generiert wird. Oder richtig generiert wird. Ach so, was ich ganz vergessen habe. Draw Type Mesh. Ach so, ja. Was hast du nun Block? Das Wichtigste. Und dann jetzt Mesh. ist jetzt einfach. Warte, was war das denn? Ich glaube, Player 1. Nee, ist gar nicht gesaved. Witzig. Guck ja nach vorne. Ja, das wird jetzt ein sehr großer. Alter, ist der groß? Scheiße. Ach, ist egal. Warte, wie groß ist ein normaler Cube? Ja, okay. Das wird jetzt überdimensional gleich sein, aber ist egal. Layout, Export, Object, ja, Anteil.com. So, jetzt muss ich das jetzt nehmen. Und er hat nicht keinen Titel, sondern Untitled ist sein Titel. Warte. Ich liege jetzt hier. Hallöchen. Hallo. Object. Ja, Collision Box brauche ich jetzt gerade alles nicht. Sonst brauche ich nichts mehr, oder? Eigentlich nicht. Ja, genau. Ja, dann ist das jetzt aber fertig. Dann brauche ich jetzt nur einmal Anteil Object and Models rein. Und Textures. Oh, habe ich das geschlossen? Ist egal.
Chaos Player nee, Player Punkt. Okay. Player Punkt ja. Okay, so. Ja, Local brauche ich alles nicht. ModCon. Name. Stadt. Warte. S-T-A-T. U-E. Warte, es gibt Name und. Was nochmal? Es gibt Name und. Na, Description gibt's noch. Weiß ich. Und Dependencies, falls du welche hast. Nö. Statue, Offer ist wie immer Fähren. Oh, scheiße, jetzt habe ich es falsch geschrieben. Offer, Fähren, ja, das reicht. Nee, da nicht rein. Achso, ja, doch, ist gleich. Nee, kein Spoiler. Statue. Ich glaube, ich jetzt Status finde. Na, bei S. Ja, nee, Stau. Oh, das ist das Scheiß. Oh, warte. Oh, große Buchstaben. Ah, ja, okay. Ja, war klar. Habe ich mir schon fast gedacht, ob das jetzt zugelassen wird oder nicht. Hallo, meine Dateiverwaltung. Nee, ist mit der los, hallo? Ja, komisch. Man kann, warte, Name muss klein. Und noch ein Tier rein. Ja. Staute. Warte, ich mach mal lieber alles klein, weil ich jetzt nicht weiß. Na, bei Description und Arthur, da ist es egal. Aber also dieser Identifier, was ja der Name ist, der muss klein sein. Okay, so. Er ist schon mal im Spiel. Also no, das sieht schon mal gut aus. So. Ach Gott, natürlich. Ist natürlich nicht da. Warum? Start. Warum? Irgendwas falsch? Nein, ich würde es dann nur. Statue. Zwei Statue. Skutschen. Vielleicht, weil er kein Rezept hat? Wobei, nee. Da kommen Sachen hin, die. Das wird ja nicht einmal angezeigt. Eben. Was habe ich denn vergessen? Ist ja Not. Findet nur. Anteilte Object. Ich guck mal kurz in mein Test, wo du es da. Once it register note. Blablabla. Description draw type. Mesh. Ach, Tiles brauche ich? Nee, Tiles habe ich. Groups vielleicht. Also nicht. Ich kann jetzt nochmal Groups hinzufügen, aber sonst weiß ich jetzt auch nicht weiter. Achso, man musste bei Tiles finden. Bei Tiles brauchst du keine gespalte Klammer, ne? Das ist ja bloß eine, oder? Doch. Da muss eine gespalte, glaube ich, hin. Vielleicht zwei einfach als Maße. No. Ja, sonst braucht der eigentlich nichts. Ich nicht Vision Box hat der automatisch. Und sonst muss alles funktionieren. Wenn nicht, dann ist es so. Ist ja so ohne Statue spielen. Ja. Ach, die war nicht aktiv. Was? Weil das hat sie doch aktiviert. Ja, weiß ich auch nicht, warum.
Adi ist jetzt überdimensional. Oh, das ist eine Statue. Das ist eine sehr große Statue. Die ist einfach größer als ein Baum. Hallo. Wie holy geht's so? Shit. Sonst funktioniert alles. Oh. Ja, das ist ja groß. Ja, ein bisschen. Dann sind wir mal ein Blender. Und die etwas scalen, sagen wir so etwas. Aber ich dachte, die ist automatisch richtig skaliert, weil du ja die vorhandene als Vorlage genommen hast. Weil, nee, also ich weiß auch nicht, warum das nicht so ist. Übrigens, das nächste Haus ist fertig. Gut, danke. Das geht ja Sack auf Sack. Ja. Aber wenn wir das Thema hatten, wie lange wollen wir denn machen? Achso, ja. Gute Frage. Also, ich habe jetzt wieder 5 Folgen im Kasten, also Das Klingeln bei mir im Hintergrund war der freundliche Erinnerung, dass es Essen gibt. So, von einer halben Stunde. Da würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend und ja, machen dann am Freitag weiter. Wenn es zeitlich passt. Ja, genau. Ja, okay. Am Freitag. Dann müsste die Statue jetzt fertig sein, hoffentlich. Ja. Aber sie ist jetzt zu klein. Ja, da hat er zumindest noch mindestens einen Tag Zeit. Oh, und vor allem, sie schwebt. Da hast du zumindest noch einen ganzen Tag Zeit. Weil wie gesagt, morgen kann ich nicht. Also zumindest morgen Vormittag. Also kannst du dich ja noch mal mit der Taschenstatue ein bisschen austoben. Ich finde die gerade aus wie so ein Zombie. Hier wie so ein, wie heißt das? Mumie. Ja. So, wo wollen wir ja sagen? Ja, 5 Häuser haben wir dann gebaut. Dann Ronny seins fertig und die Taverne auch fast fertig. Also, ich würde mal sagen, das waren produktive Stunden. Ich kann ja nochmal hier kurz. Ja. Wow. Natürlich wieder eine Wolke drüber. Oh, so. Auf jeden Fall. Ich habe so gut es ging dein Dach kopiert. Alles gut. Das ist eigentlich nur ein Muster und dann fertig. Nur Treppe noch ein bisschen abgewandelt, mal noch was anderes gemacht. Ist das jetzt Ronnys Haus? Das ist Ronnys Haus, so. Gott, jetzt habe ich mich schon verliert. Nee, mein Haus ist hier, ist das hier und da. Ja, das ist das, ja. Genau, das ist genau. Na, wir können ja irgendwann ja auch noch mal ein Dörfchen, Städtchen für uns machen, wo jeder sein Haus baut, als wäre auf dem Server oder Soloplay oder so. No. Weil das ist ja mehr so die für die Community. Sehr schön. Gute Leistung. Also ich habe zwar Genickschmerzen beim Hingucken, aber ist in Ordnung. Hi. Sehr stürmisch. Warte, Moment. Mal den Succubus füttern. Nein, der hat es jetzt aufgehoben. Ronny. Gut. Gut, perfekt. So, Succubus gefüttert. Ich wusste zwar nicht, dass ich das heute auf meiner Agenda stehen habe, aber nein. Man lernt nie. Gut, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich. Ja, genau. Dann, soll es das mit der Folge für YouTube sein und dann wünsche ich euch alle einen schönen Spaß bis zur nächsten Folge. Los, fuck mit euch. Ciao. Tschüss. Meine Untertanen.
du mich auch.